Ja, hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Bretrax Arc Adventures und hallo und willkommen zur letzten Folge von Season 10. Wahrscheinlich. Gehen wir von aus. Ja, ich bin soweit fertig mit dem Vorbereiten von dem Super Gaia Mega Tree. Den müssen wir nur noch anpflanzen und ich habe mich dafür entschieden, das hier am Strand zu machen. Ich musste gerade nochmal einloggen, das hat ein bisschen Spielzeit hier gekostet. Ich war eigentlich so fertig hier für Morgengrauen aufzunehmen und habe dann festgestellt, dass OBS das Spiel gar nicht erfasst, warum auch immer. Wurde auf Lager eingestellt, war, musste ich nochmal raus und nochmal alles neu starten und jetzt haben wir alles. Das ist aber hier so kurz vor der Abenddämmerung. Nichtsdestotrotz, ich habe mich dazu entschieden, das hier unten am Strand hinzubauen, denn ich will den Baum im Ganzen sehen. Ich denke mal, dass er wieder ein großer Baum ist und ich will ihn komplett sehen, nicht, dass die Krone so halb in unserer Höhlendecke oder so verschwunden ist. Deshalb habe ich mich entschieden, das hier bei der Arena zu machen, weil hier haben wir einen Teleporter und hier gibt es direkt Wasser. Und ja, das Wasser habe ich schon mit so einem Mega-Crop-Plot verbunden. So einen haben wir schon mal gesehen. Und ja, da haben wir damals gesagt, das ist wahrscheinlich der größte Crop-Plot, den es hier so im Spiel gibt, hier für die Gaia-Mega-Trees. Und ja, ich habe da schon ein bisschen Gaia-Nitro reingepackt. Und wie man sieht, ist der Baum auch schon fertig bei mir im Inventar. Nochmal zur Erinnerung, der braucht 10 Minuten, bis er tatsächlich fertig hergestellt ist in dem Terminal, wo er raus herkommt. Und ich habe die Vermutung, dass die Ressourcen, die er produziert, lange dauern wir. Lange. Und ich mir so angucke, Guardian Element oder sowas, das dauert locker eine halbe Stunde, bis das hergestellt wurde. Magic Water pro Craft sind 10 Minuten, bis das hergestellt wurde. Aber nirgendwo an den Item stand drauf, dass die Produktionszeit lange dauert. Hier steht extra dran, dass das lange dauert. Wenn ich das dazu addiere zu dem, was wir schon wissen, wie die anderen Sachen gecraftet wurden, wie lange die gedauert haben. Die Ressourcen, die dürften ewig brauchen, bis die rankommen. Aber ich vermute mal, dass hier alles weit klappt. Wasser ist in dem Plot drin und so was. Und ich glaube, wir müssen dich einfach nur hier reinziehen. Und dann wächst du. Eventuell auch müssen wir dich eben auf die Leiste ziehen und dich dann irgendwo so platzieren. Aber das will ich momentan noch nicht riskieren. Wenn wir das vermasseln und der Baum weggeht, aus irgendeinem Grund auch immer, ich habe kein Ansatzmaterial. Also das müssen wir direkt als erstes hinkriegen. Das heißt, ich werde dich jetzt hier manuell von meinem Inventar rüber in den Plot setzen. Und ich hoffe, dass das ausreicht. Aktualisiere dich mal bitte. Not seeded. Ich gebe dir nochmal so ein paar Sekunden. Nicht, dass ich dich so irgendwo hin platzieren muss. Ich will nämlich jetzt nicht, wenn er bei mir im Inventar ist, da dran drücken, so wie zum Item auszuwählen, um zu platzieren, weil das würde den auch verbrauchen. Ich hatte das schon mal bei den luminizierenden Bäumchen, da ich so ein Ding bei mir im Inventar hatte und E drauf gedrückt hat, da war der Verbrauch und weg. Das will ich nicht riskieren, aber momentan sieht es so aus, als wenn man dich nicht anpflanzen muss. Okay, dann nehme ich dich dann nochmal raus, lege dich jetzt vorsichtig auf den Nuller-Slot und versuche dich dann so hier zu platzieren. Bitte verbrauche dich nicht einfach so für Noppes. Okay. Okay, du wirst so platziert. Okay, da tanzt voll aus der Reihe. Die anderen Bäumchen machen das nicht und du bist gar kein Megatree. Okay. Du stehst dann also direkt. Gut, dass wir Abenddämmerung haben. Du hast einen leichten luminizierenden Effekt um dich drumherum. Habe ich mir auch fast gedacht. Dein Stamm ist unsichtbar oder mehr oder weniger so kristall-eismäßig unsichtbar. Interessant. Dann wollen wir mal nicht reingucken. Du hast 500 Slots drin. Da sieht man noch nichts. Loses all vanilla resources and some Gaia resources passes passively over time. Müssen wir im Radialmenü aktivieren. Siehst du, da stand vorher nicht dran, als du noch bei uns auf der Leiste lagst. Okay, Radialmenü, produces resources. Alles klar, machen wir mal da an. Hast du sonst noch was hier drin? Unlock, rename, pickup, demolish, access inventory. Nee, sonst ist da nichts Besonderes dran. Okay, das könnte jetzt ein Weilchen dauern und ja, die Zeit nutzen wir mal. Oh, du siehst echt schön aus in der Abenddämmerung jetzt hier, wo es hier richtig dunkel wird. Die Zeit nutzen wir mal für was, wo wir sowieso hochgammern müssen und für was, wo ich noch keine Rückmeldung gekriegt habe. Ich mag ja meine Unterwasserabenteuer. Ich habe euch einfach mal gefragt, ob ihr da Bock drauf habt. Unser Kanal ist noch zu klein, um da regelmäßig 30, 40 Antworten darauf kommen. Nee, will ich nicht. Oh, gute Idee. Oder lass mal das und das machen oder sowas. Das ist noch zu klein. Das kommt im Laufe der Zeit. Ist ja auch nicht schlimm. Macht so, wie ihr wollt. Wenn ihr mal kommentieren wollt, kommentiert dann. Wenn nicht, dann nicht. Ist ja kein Ding. Nur dementsprechend kam da keine Rückmeldung. Und ja, das haben wir dann in der Akta gelegt. Aber ich mag meine Unterwasserabenteuer. Jetzt müssen wir Zeit schinden. Um was liegt dann näher, als dann auf Unterwasserabenteuer zu gehen. Lass mal Spyglass anmachen. Lass uns mal hochgammern.
So, unsere Rüstung ist ja wie ein Scuba-Anzug, außer dass wir nicht schnell schwimmen können. Ja, aber das ist ja unter Wasser, ist das trotzdem ein wenig gefährlich. Das heißt, wir brauchen noch jemanden zum Schwimmen. Und dafür habe ich unseren Pavillonien Mosasaurus nochmal mitgebracht, der letzte Max-Level-Elixier bekommen hat und schön gelevelt ist. 20 Punkte in Gesundheit, der Rest in Damage. Dann lass uns mal unter Wasser gucken. Rein theoretisch müssten es auch hier Heavenly und Hasse nicht gesehen Viecher geben, die dann auch beim Kill, so jeder 10. oder sowas, was Neues reinspawnen könnten. Da bin ich mal gespannt, ob das dann immer Wasserkreaturen sind oder ob da auch Landkreaturen gespawnt werden. Na, guck mal. 9000 Schaden, 900 Schaden, fast 1000 Schaden. Das ist doch schon gar nicht mal so schlecht. Ich meine, mehr Level kriegst du nicht mehr, du bist ausgelevelt, aber das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das war ja eins von diesen Water Summon Elixieren Dingern, die wir bekommen haben. Den Sattel habe ich auch gut abgegradet hier. 300, also Max Armor Level Sattel habe ich hergestellt, Blueprint rausgemacht und dann nochmal per Crafting Skill ein wenig Armor mehr rausgeholt. 329,3 haben wir jetzt anstatt 325. Ja, das sind alles hier nur Vanilla-Viechers. Gibt aber auch Demonics und hast du nicht gesehen, Sharks. Gibt auch. Ja, wir müssen sie nur mal vor Gesicht bekommen. Und ja, das unter Wasser ist ja hochgegammelt, aber unter Wasser ist eh immer dunkel. Ich hab maximal hochgegammelt, ja? Das wäre super dunkel. Das wäre hochgegammelt. Naja, gut. Wir dürften auch schon ziemlich nah am Kartenrand sein. Gucken, ist einer von euch ein, ja, Heavenly Dolphin. Also wenn ich dich umnatze, müsstest du eine Chance haben, dass da was Neues reinspawnt. Wenn ich das nicht vermasselt und daneben beiße. Okay, Demonic Shark kommt auch ran hier. Ja, kommt mal alle ran hier. Ich treffe den nur nicht, Rückwärtsgang habe ich nicht. Alright, 13 Schaden kommen bei uns noch an. Da geht der Demonic Shark Hops, der sieht den super da was aus, muss man mal sagen. Ich gerne einen gehabt von. So, wenn ich mich jetzt nicht komplett verfranst habe, müssten wir eigentlich in Richtung Highlands unterwegs sein. Mal gucken. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Du bist ein regulärer Mega-D. Alles klar, dann mache ich dich auch mal eben kurz hops. Ich möchte mindestens einmal hier mal kurz was hier so auf Kamera haben, wo was reingespawnt wird. Da wäre ich echt dankbar für. Ah, du hältst ein Büffel was aus. Wie viel Gesundheit hast du denn? Okay, 12k, das ist schon eine Hausnummer. So, du bist hops. Ich sehe nichts neu reingespawntes. Alles klar, müssen wir nochmal weiter killen gehen. Der ist der nächste Demonic Shark. Du bist ein regulärer Megali. Ja, und dann werde ich jetzt nach der Folge hier, werde ich anfangen, die nächste Seasons vorzubereiten, die lustig wird. Die ist so ein bisschen nach der aktuellen Season, falls das jemand von euch kennt, von Syntag ausgerichtet, einer der größten YouTuber im Ark-Universum, im internationalen Bereich. Heißt, wir werden auch, wie er, auf einer speziellen gemodderten Karte spielen, die nicht so frei verfügbar ist, die man einfach auf Steam, ne, abonnieren muss. Auf Caballos ist eine Pferdemap, super, super schöne Map. Viele Höhlen. Ein paar Höhlen kann man noch nicht mal Stamps und sowas mit reinbringen. Also da müssen wir uns regulär durchkämpfen. Special Extra Bosse gebe ich da drauf. Auf der Map. Und zu den normalen Island Bossen. Und ja, dann werden wir alles schön ausschmücken mit ordentlich Dino Mods. Ja, 9 Stück um genau zu sein, habe ich mir zurechtgelegt. Lass mal kurz meine Liste hier. Warte. Er sollte noch ein Stückchen schwimmen. Zur Hand nehmen und dann mal kurz gucken. Wir haben natürlich wieder unsere Support-Mods dabei, wie Upgrade Station, Death Inventory Keeper, Ultra Stakes, Auto Engrams, Weasel Reusable, Dino Storage und Awesome Spyglass. Den Awesome Teleporter, den werde ich in der Season mal weglassen. Wir werden tatsächlich unseren Arsch bewegen müssen, von A nach B zu kommen und wieder zurück nach A. Das dürfte nochmal ganz interessant werden. Denke ich mir mal. Zusätzlich haben wir einen weiteren Mod drauf, der nennt sich Beta PvE. Auf den gehen wir in der Season dann genauer ein. Aber nur um dann euch ein bisschen schmackhafter zu machen, benenne ich das hier schon mal so ein bisschen. Wir haben für zum Bauen, ne, damit wir schön bauen können, haben wir diesmal nicht Prehistoric Structures dabei, wie aktuell in dieser Season hier. Sondern wir haben mit am Mann haben wir Ecos Garden Friends. Habe ich noch nie benutzt. Klang sehr interessant. Will ich mal ausprobieren. Vor allen Dingen, wenn man da Dinos über Sättelchen nochmal umändern kann in Special Dinos. Also sagen wir mal ein Belzebuflo oder sowas, den packen wir dann einen Sattel aus diesem Mod da drauf und der wird dann zu einem ganz anderen Dino.
ein extra gemoddeter Dino quasi. Ist quasi so ein Hybrid-Mod zwischen Bau, Utility-Items und Dinos, umgewandelte Dinos, deshalb habe ich den da drinne. Könnte ganz interessant werden. Dann haben wir klassischerweise unseren Ecos RP Decor Mod haben wir mit da drin. Den haben wir schon öfters benutzt. Den nehme ich ganz, ganz gerne für eine vernünftige Küche und damit man direkt relativ früh eine Wasserquelle hat. Ist ganz praktisch dafür. Dann haben wir Castle Keeps and Fortress Remaster da drinnen, damit wir eine schöne Burg bauen können. Und wir haben uns damit wir Ressourcen rüberziehen können und für andere Annehmlichkeiten, wie zum Beispiel hier da oben diese ganze Leiste und so was, haben wir natürlich wieder S Plus dabei, Structure Plus. Das sind so die Support Mods bzw. die Structure Mods, so kategorisiere ich die immer bei der Vorbereitung. Kommen wir zu den Dino Mods. Die Dino Mods, also mit dem Kartenmods kommen wir auf 22 Mods. Ne? 9 davon sind halt Dino-Mods. Da hätten wir unter anderem Additional Creatures 2 Wild Arc. Das ist ein Mod, den haben wir schon öfters in diversen Kombinationen in unseren Season benutzt. Einmal haben wir alles, was mit Additional Creatures 2 Wild Arc zu tun hat, alle zusätzlichen Mods und so was in der Season 3 drin gehabt. Dann hatten wir das mit Pyria mit drinne und so zwischendurch auch schon mal. Ist ein super Mod, um die Dino-Atmosphäre auf der Karte zu erweitern. Passt sich wunderbar in die Vanilla-Viecher mit rein. Deshalb haben wir den dabei. Dann haben wir zum ersten Mal mit drin, weil ich selber noch nie benutzt habe, weil ich nicht so begeistert von den Viechern war, aber nehmen wir mal trotzdem mit rein, haben wir mit drin Arc Editions The Collection. Da sind eine Menge interessanter Dinos mit drin, die unter anderem sehr interessante Beschwörungs- oder Zähmen-Methoden haben. Müssen wir uns mal durchwurschteln, wenn wir denn davon was zähmen wollen. Mal gucken. Dann haben wir Additional Creatures Aquaria mit da drin. Das ist der einzige Additional Creatures Mod drin, der auf den Additional Creatures 2 Wild Arc aufbaut. Der ja, für Wasserkreaturen. Wie gesagt, ich mag meine Unterwasserabenteuer. Und die Map bietet einiges davon. Und von dem her ist das mit einem Mann. So, dann haben wir noch mit drinne Jurassic Park Expansion. Also da kriegen wir noch mehr verrückte Dinos, die super krass, so ja wie den Jurassic Park Film angelegt sind die darauf angelegt. Also da gibt es ein Original JP Tyrannosaurus Rex und gibt es einiges, da werden wir uns drauf freuen. Dann haben wir Animals of Atlas mit drin, damit wir ein paar Atlas Viecher mit da drin haben. Dementsprechend auch Atlas Hydra, da kriegen wir so eine Mega Hydra, ist ein Wasserboss, der skaliert tatsächlich mit den Vanilla regulären Beschwörungsterminal Bossen und ja, Damit wir noch eine weitere Herausforderung haben, was wir uns stellen müssen. Dann habe ich mit reingepackt Dodo Run. Sehr, sehr interessanter Mod. Da muss man. Ihr werdet ihr sehen. Also man kann sie extra Bionic Super Dodos kann man sich damit craften. Die auch readable sind. Also schauen wir mal da. Könnte einer von euch jetzt hier was Neues reinspawnen? Von euch beiden Demonic Sharks? Du nicht, du bist so angeschwommen, ja? Denn der Satz fragt. Oder muss ich da an der Wasseroberfläche sein? Ich sehe nichts neu gespawntes hier. Da haben wir einen Basilosaurus. Ich gibt doch auch noch extra Königswahl oder so. Gibt glaube ich von euch noch. Zurück zu unseren Dino-Mods für die nächste Season. Dann habe ich noch mit reingepackt Starship Troopers Arachniden. Das heißt, wir kriegen zähmbare Starship Troopers Arachniden, die so im Strand in der Wüste und so weit rumlaufen. Ich dachte mir, da wäre zur Zeit zwischendurch mal Starship Troopers Extermination streamen. Passt dann eigentlich ganz gut. So als so eine kleine Überleitung. Kleines Easter Egg oder sowas. Dann haben wir da drinnen noch Paleo Arc Legends Expansion. Und ja, das sind so unsere Dino-Mods, die wir da verwenden werden. Dürfte sehr interessant sein und ja, wie ich auch schon mal angemerkt habe im letzten Video, wenn ihr mit dabei sein wollt, ich habe Server, die für 10 Spieler Slots bieten. Einen davon nehme ich selber in Beschlag, aber dann sind dementsprechend auch noch Plätze frei. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch gerne bei mir melden, entweder unter bretrax@web.de oder auf Discord. Das steht alles schön hier in der Videobeschreibung drin. Da müsst ihr mal unter hier aufklappen unter dem Video, wo mehr steht und da steht dann auch nochmal drin. Meldet ihr euch einfach, dann damit ich euch halt Zugangsdaten zulassen kommen kann. Wenn ihr mit Freund, Freundin oder sonst was da spielen wollt, sagt mir das dann auch direkt, ne, dabei. Dass ich weiß, dass für euch da direkt 2 Slots drauf gehen. Und gut ist, damit ich schon ein bisschen planen kann. Ja, die ersten Leute, die sich melden, machen natürlich das Rennen. So läuft das hier.
Ein Platz ist reserviert für der Spieler, der uns im allerersten Dino überhaupt in irgendeiner Season den Namen vergeben hat. Der hat dauerhaftes Leben lang das Anrecht darauf, wenn wir irgendwo auf dem Server spielen, jederzeit zu sagen, hör mal hier, ich möchte mitspielen, und dann da war damit drauf. Von dem her ist da ein Platz vorenthalten. Das heißt, reell haben wir 8 Plätze frei. 8 Plätze haben wir frei. Wer zuerst kommt, mal zuerst, können wir dann damit drauf. Ja, stört mich nicht, wer da so was eigentlich mit rumspielt. Und ja, bei Bossfights seid ihr gerne gesehen, da dazu zu joinen. Und ja, so ist das. Ist mir scheißegal, welche politischen Ansichten ihr habt und welche Hautfarbe, Religion oder sonst was ihr habt. Solange ihr euch benehmen könnt, seid ihr mir herzlich willkommen und you this. So. So viel dazu. Und ich denke, wir sollten jetzt auch einigermaßen gut Zeit verplempert haben hier. Ich hatte mein Unterwasserabenteuer. Wir haben Zeit verplempert. Wir haben über die nächste Season gesprochen, die hoffentlich zum Anfang der Woche starten kann. Ich hoffe. Mal gucken, wie ich das hinkriege mit den INI-Einstellungen und so weiter. Ich möchte nochmal komplett die INI-Einstellungen nochmal der ganzen Mods vernünftig durchgehen und wirklich alles drin haben, gerade für S Plus und so weiter. Also für die Gamer-User-Settings. Irgendwann ist da unten neu reingespawnt. Ein Savage Kaposchus. Das muss ich noch alles vorbereiten. Ich hoffe, dass ich möglichst im Idealfall Montag dann direkt in die neue Season starten kann. Ansonsten im Laufe der Woche halt. Müssen wir mal gucken, wie sich das ausgeht. Ich tue mein Bestes. Hab noch ein bisschen so noch ein bisschen was zu tun. Am Wochenende bin ich ein bisschen beschäftigt. So Real-Life-mäßig. Komisches Konzept. Ich weiß, aber das steht leider an. Oder zum Glück. Je nachdem, wie man sieht. Für mich, ich freue mich drauf, aber ja, dementsprechend habe ich weniger Zeit, um dann dementsprechend Ziel oder sonst was vorzubereiten. Mal gespannt. Also, der sagte ja, der würde sämtliche Vanilla-Ressourcen produzieren und ein paar Gaia-Ressourcen. Das mit den sämtlichen halte ich ein wenig für übertrieben. Ich glaube nicht, dass der wirklich alles produziert. Dafür, dann sind ja schon ja von 200 Slots locker von den 500 einen Slots, die er hat, dann locker schon vergeben. Das wäre ja Ambergris und Reaper-Zeug und hast du nicht Narkobärs und hast du nicht, also ganz Elementore und Corrupted Node und ja, von allen Erweiterungen und so weiter. Ich glaube nicht, dass der wirklich alle Ressourcen da drin hat. Das sind eine Menge Ressourcen, wenn du mal so über sämtliche Ark-Erweiterungen und jede Map und so weiter alles zusammenzählst, das ist einiges. Tree-Zap und Honig und und so weiter, sind ja auch alles Ressourcen. Wolle, Leder, Fasern, Thatch, Wood, you name it, you get it. Also, ja, ich bezweifle, dass da wirklich hundertprozentig alle Ressourcen drin sind in dem Baum. Aber Versuch macht klug, dafür gehen wir jetzt gucken. Und ja, das ist definitiv dazu ausgelegt, ne, wenn man lange Spaß mit so einem Server hier haben will, mit Gaia 2. Darf man dann den Baum benutzen. Für uns bringt das jetzt nicht mehr so wirklich. Wir sind in der letzten Folge. Jetzt können wir uns den gerade erst leisten, aber auf anderen Servern, ne? Merkt man sehr. Und wir müssen ja sowieso noch Resümee ziehen, wie uns die Season hier gefallen hat, also wie uns die Mods und so weit angekommen sind. Und ja, wo wir gerade schon mal dabei sind, das ist ein großes Manko aus meiner Sicht. Ne? Also für Content Creator oder sonst was, die Crafting-Zeiten sind extrem hier in dem Mod. Das wird künstlich verzögert, hinausgezögert, den Zeitaufwand, den man ja betreiben muss. Wenn man auf dem Server spielt und ab und zu mal abends reinhuscht oder sowas, geht das. Da kann man sehr gut mit umgehen. Zum Content Creating ist das natürlich ein großes Manko. Ansonsten hat der Mod mir sehr gut gefallen. Was mir nicht ganz so gut gefallen hat, das ist ein bisschen zu random, wenn du hier was umnatzt, dass die dann was Höheres reinspawnen. Zwischendurch geht dann auch wieder eine Stufe runter. Also wenn ich zum Beispiel den Dämonik umklatsche, erwarte ich, dass dann Savage oder was Höheres dann als nächstes reinspawnen konnte, wenn er überhaupt getriggert wird. Aber manchmal kriege ich dann ein Heavenly oder so. Dann ist dieselbe Stufe wie ein Dämonik, nur halt auf der guten Seite. Das ist viel zu selten, dass da was Neues reinkommt. Das war mal wesentlich höher, das war zu viel. Ich verstehe schon, das ist ein bisschen schwierig, da vernünftig für alle mal, da die meisten das mögen, da eine Balance zu finden, ne, zwischen zu viel und zu wenig. Das hat mich so ein wenig gestört. Die Bum-Bum-Dodos am Anfang, wenn man so gerade anfängt hier in den Mods, also die Volatile-Dodos, die sind hardcore. Also, weil die uns hier an Tames gekostet haben und Leben gekostet haben, da war schon nicht mehr schön. War aber im Endeffekt dann doch wieder schön, weil das hat das Ganze spannender gemacht. Ist heavy für den Start, aber langfristig ist das okay. Kann man mit leben. Ja, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Würde da gerne in ein paar Jahren dann
nochmal sehen, obwohl ich nicht weiß, was mit Ark passiert. Jetzt kommt erstmal im August kommt Ark Reloaded mehr oder weniger raus. Eine Unreal Engine 5 Version von Ark. Ob ich mir das hole oder nicht, weiß ich nicht. Ich bezweifle, das ist quasi nochmal das Spiel kaufen. Und in 3-4 Jahren, offiziell im nächsten Jahr, aber sagen wir mal ehrlich, in 3-4 Jahren, kommt dann eventuell Ark 2 raus. Also von dem her weiß ich nicht, ob wir nochmal Gaia 2 hier wiedersehen werden, in welcher Form auch immer. Okay, der Baum hat relativ schnell produziert. 20 Minuten. Das heißt, 15 Minuten hast du ungefähr rumgestanden mit Einführung, hast du nicht gesehen. Das sieht tatsächlich nach allen Ressourcen aus. Wenn ich so ein bisschen runterscrolle. Okay. Das ist eine Menge. Du bist das erste Gaia-Ressourcenmäßige, was ich hier drin sehe. Der Rest ist alles Vanilla-Spiel. Das Unstable Aura-Ding. Primal Crystal von Crystal Isle. Nee, Quatsch, doch. Ja, doch. Doch, wo die Crystal-Wilbern rumhängen sollen. Du bist das erste Gaia-Ressourcen-Ding, oder habe ich da irgendwas übersehen? Nee. Produzierst du nur die Unstable Auras? Verstehst du das unter einige Gaia-Ressourcen? Alle Vanilla-Ressourcen, einige Gaia-Ressourcen. Das ist ein bisschen mau. Heißt aber nicht, dass du nicht eventuell doch mehr produzierst. Vielleicht brauchst du halt noch ein bisschen. I don't know. Hier, nimm mal die Souls mit rein, ne? Du produzierst sogar richtiges Element. Sweet. Element Shards, Element Das, Element Ore. Ohr. Das hält wirklich das, was das verspricht. Nur die Frage, wie hoch die Sachen stacken. Machst du mehrere Stacks davon pro Ressource? Glaube nicht, du wirst wohl wahrscheinlich nur ein Stack pro Ressource machen, gerade weil wir einen Stack-Mod drauf haben. Und ja, dann fehlen dir noch ein wenig die Gaia 2 Ressourcen. Aber nett. Nicht, dass wir dich einfach brauchen würden, aber wie gesagt, wenn man jetzt länger auf uns selber spielt und offiziellen Gaia oder Anführungsstrichen offiziellen Gaia 2 Server, ne, auf der Modpage bei Steam, bei dem Gaia Mod oder so was, gibt eine Modliste, welche Server da damit spielen, da ist auch ein offizielles Gaia 2 Ding dabei. Ja, da würde dann wahrscheinlich Sinn machen, da dann auf so einen Baum hinzuarbeiten und den länger dann zu benutzen, weil man da halt mehr macht und immer mal wieder reinhuscht und rumexperimentiert und seinen Spaß hat. Wie gesagt, für uns ist das jetzt hier leider nichts mehr großartig. Alright. Nochmal Peekaboo machen. Hast du jetzt noch ein paar Gaia-Ressourcen da drinne? Ich sehe nur die Aura. Ah. Alright. Muss ja nicht sein. Was können wir denn sonst noch machen? Ja, ich bin mir sicher, dass du noch ein paar andere Gaia-Ressourcen herstellen wirst. Glaub mal dran, da bin ich fest von überzeugt, welche. Keine Ahnung, werden wir wohl nie rausfinden. Wir werden jetzt hier schön in den Sonnenaufgang reinschwimmen und damit die Season verabschieden. Und wir sehen uns dann, wenn wir festgesteckt sind hier, wenn wir feststecken. Na toll. Da, ab den Sonnenaufgang gegeben. Wir sehen uns dann in der nächsten Season. Ja, die hoffentlich Anfang der Woche startet und hoffentlich gut Anklang findet und der ein oder andere von euch eventuell sogar damit auf dem Server rumspielt. Da würde ich mich echt drüber freuen. Und ja, in dem Sinne haben wir es hier. Wir sind dann mehr oder weniger mit Gaia 2 durch. Ich fand die Season super. Ich habe super Spaß gehabt. Ich hoffe, der ist auch so rübergekommen. Und ja, dann war es dann von meiner Stelle aus. Wir sehen uns dann in der nächsten Season wieder. Bis dahin würde ich sagen, hau da rein, gib da Gas und hab da Spaß. Und glaub mir, ich winke auch gerade auch wieder. Winke oder auch nicht. Jetzt hätte ich was Bullshit erzählt. Was machst du da jetzt? Ich kann ja kein Winke-Winke drauf machen. Oder habe ich das gerade deaktiviert? Wave. Da sollte der Marker dran sein. You wave your hands. Okay. Da war da wieder Winkeschiss. Ja gut. Wir sehen uns dann in Season 11 wieder. Ne? Also bis dahin. Haben wir einen schönen Stolzmonat und bis dahin. Haut rein.